Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Kushhunter Box von Plusmacher. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ja, Kushhunter von Plusmacher. Die Optik der Box, es ist ein Handy, so ein mehr oder weniger Pusher-Handy, also kein klassisches Smartphone, wie wir es heutzutage in Verwendung haben, sondern ein Tastentelefon, richtig oldschool, ohne den ganzen technischen Extras, die wir heute genießen. Was natürlich die meisten in diesem Gewerbe daran schätzen, ist einfach, dass man damit mehr oder weniger anonymer unterwegs ist, nicht diese ganzen Ortungsdienste drauf hat und so weiter. Also, dass es das erleichtert, länger im Geschäft zu bleiben. Also wir sehen hier Kushhunter den Schriftzug, oben Plusmacher in schwarz-gelb den Schriftzug, dann haben wir hier das Menü, mehr oder weniger, und ansonsten die Box in schwarz gehalten. Hier dunkelgrau, also hier haben wir Plusmacher mit zwei Mittelfingern, wie man ihn kennt, und hier dann auch noch den Pinguin, das Logo von Kopfticker Records. Ja, bei Kopfticker unter Vertrag, das Sublabel von AON, von Qatar. Kushhunter oben nochmal zu lesen. Dann hier nochmal Plusmacher, das Logo hier in Farbe. Schnauzer und Goldring natürlich am Start. Nochmal der Pinguin von Kopfticker. Und hier noch ein Barcode. Und hier lesen wir noch Plus Phone, F-O-N. Und hier nochmal das Logo. Und noch die Credits. Okay, es klappert auch schon. Dann schauen wir mal hinein in die Box. Es ist eine reguläre Klappbox. Und wir finden hier vor einen Sack, ein kleines Säckchen mit, ich schätze mal stark, Kieferzubehör. Wir schauen gleich nochmal rein. Eine Geldbörse. Sticker, drei Stück an der Zahl. Plusmacher, die Kushhunter Instrumentals. Kushhunter Remix EP. Kushhunter Vocals. Ein Poster, dieses sogar unterschrieben. Und dann das Album Kushhunter an sich. Von innen sieht die Box so aus, glatt schwarz. Und, ups, da haben wir noch was, hätte ich fast übersehen, noch ein Sticker, das hier in der Seite verrutscht. Und hier unten haben wir wie so oft so einen Einleger, wo wir das Album wieder reingeben können, dieser in der Box festgeklebt. Okay, nachdem das Album noch verschweißt ist, werden wir dieses Mal schnell öffnen. Schauen wir mal ganz kurz. So, sollte reichen. Okay, und dann starten wir auch gleich mit dem Album an sich. Wir sehen hier den Kushhunter, den Plusmacher mit Cap. Oben lesen wir Kopfticker Records präsentiert und Plusmacher gerade selber am Rauchen. Also hier die Rauchschwaden aus seinem Mund. Hier steht nichts weiter, hier ist so ein blauer, dunkelblau-grauer Farbverlauf. Auf der Rückseite haben wir nochmal den Plusmacher mit zugezogener Kapuze, mit Hoodie. Und dann haben wir hier die Tracklist aufgelistet. Wir haben 15 Tracks an der Zahl. Wir haben einige Features. Wir haben einmal ein Feature von Botanica, Oleg Sesh, nochmal Botanica, nochmal Botanica und Herzog. Also, Botanica und Herzog, ganz klar, im ähnlichen Genre, also die machen ja auch so Kiffer- und Drogen-Rap. Oleg Sesh nicht ganz so, hat natürlich auch schon einige Tracks gemacht, wie zum Beispiel Purple Haze etc. Aber ist jetzt meiner Meinung nach nicht so eindeutig diesem Genre zuzuordnen, wie Plusmacher und die anderen beiden Herren. Wir haben hier noch die Credits und einen Barcode. Von diesen 15 Tracks, muss ich ehrlich sagen, sind meine Favoriten, beziehungsweise mein absoluter Favorit, das ist ein Track,
und zwar Nummer 3, Erste Blüte. Solo-Track von Plusmacher. Was mir an dem Beat echt extrem gefällt, was mir an dem Track extrem gefällt, ist der Beat. Also der Beat ist, ich weiß nicht, ich habe mir das Instrumental so oft reingezogen, auch ohne Text. Es war echt Liebe, dieser Beat. Ich finde den unfassbar krass. Müsst ihr euch unbedingt mal anhören. Erste Blüte, der Beat hat auf jeden Fall was. Hier lesen wir noch Plusmacher. Ah, ist leider jetzt schwer. Fokusprobleme. Plusmacher, Kushhunter lesen wir. Jetzt wird natürlich im Hintergrund etwas im Fokus scharf gestellt. So, wir probieren es nochmal. Genau, Plusmacher, Kushhunter lesen wir hier. Auch hier nochmal das Logo von ihm. Und hier nochmal Plusmacher. Plusmacher Kushhunter zu lesen. So, dann kommen wir zum Inhalt. Was haben wir hier? Kopfdicker Releases. Alles klar, also hier wird einfach mal darauf hingewiesen, dass es natürlich noch andere Label Releases gibt, nämlich einmal Eno und einmal Syllable Spill. Okay. Die Kush-Kultur, hier die Dates, mittlerweile natürlich schon vorbei. Und dann kommen wir zum Booklet. Wenn ich es rausbekomme. So. Also hier haben wir nochmal die Tracklist auf der Hinterseite. Cover kennen wir bereits. Und hier haben wir die Tracks einzeln aufgelistet und einzelne Fotoaufnahmen. Wie man den Plusmacher kennt. Mit Glatze am Konsumieren. Kostkappe umgedreht. Also einfach ein paar Eindrücke, ein paar Fotos. Nichts allzu Besonderes jetzt. Tracks aufgelistet, ihr kennt das. Dann kommen wir zur CD. Folgendermaßen sieht das aus. Kushhunter und hier nochmal der gute Herr mit den beiden Mittelfingern. Die CD. Und hier nochmal Plusmacher und das im Hintergrund dürfte wohl Botanica sein. So, dann kommen wir, jetzt habe ich es etwas verschoben, zum restlichen Boxinhalt. Wir haben hier einmal die Instrumentals zum Album. Auf dem Cover sehen wir hier das Handgelenk vom Plusmacher und eine fette Rolex Daytona in Gold. Kushhunter Instrumentals lesen wir hier. Hier die 15 Tracks nochmal aufgelistet. So sieht die CD aus. Und das Ganze in einer Papphülle. Dann haben wir die Kushhunter Remix EP in grün gehalten mit Plusmacher Logo. Wir haben hier 6 zusätzliche Tracks. Botanica, nochmal Botanica, Solo-Track, Solo-Track, Solo-Track und nochmal Botanica. Also 6 Tracks zusätzlich. Von diesen 6 Tracks keine Instrumentals. Remix EP in grün gehalten. Das Ganze ebenfalls in einer Papphülle. Und dann haben wir noch die Vocals, sprich, das ist genau das Gegenstück zu den Instrumentals. Hier haben wir nur die Tonspuren ohne Beat, also a cappella. So sieht das Ganze aus. Dunkelgrau, Vocals lesen wir hier und ebenfalls in einer Papphülle. Dann haben wir Sticker. Einmal im Querformat Kushhunter, weiße Schrift auf grünem Untergrund. Dann ein Profit-Sticker. Profit, ja, das Label bzw. die Kleidungsmarke von Plusmacher. Dann Plusmacher in schwarz-gelber Schrift, ebenfalls auf grünem Untergrund im Querformat. Und dann noch einmal das Logo von Plusmacher inklusive Schriftzug im kreisförmigen Format. Okay, das war der Einleger des Booklets, den gebe ich mal weg derweil. Dann haben wir ein Poster und statt einer Autogrammkarte haben wir hier auf dem Poster direkt die Unterschrift, das Poster einseitig bedruckt. Hier lesen wir Profit, also der Plusmacher hat sein eigenes Merch, seine eigene Kleidung an, sowohl die Haube als auch das Sweatshirt, der Hoodie von Profit. Hier haben wir auch noch eine, wenn ich es richtig erkenne. Nein, ich dachte jetzt erst eine Bauchtasche, aber dieser Reißverschluss gehört zum
Pullover dazu zum Hoodie. Hier noch das P. Und hier oben links wurde unterschrieben. Fällt mir gut. Einseitig bedruckt im Querformat. Dann haben wir dieses ominöse Säckchen hier. Doobie Wood Plusmacher. Keinerlei weiteren Infos. Schauen wir mal, was wir hier haben. So. Was ist denn das? Ah, das ist wahrscheinlich, kannst du mir schon vorstellen, für die Reinigung. Alles klar. Also dieses kleine Säckchen hier. Was haben wir hier? Ja, wird die wenigstens wahrscheinlich interessieren. 100% Baumwolle und Confidence in Textiles Germany. Okay. Ja, mehr oder weniger irrelevant. Doobie Wood, das ist so ein Holzstück, so ein Mundstück. Und das ist ein Spliffhalter. Bedeutet, wenn ihr etwas rauchen solltet, dann habt ihr hier die Möglichkeit, mit diesem Mundstück einen Filter. Das ist noch ein weiterer Sticker, Plusmacher Doobie Wood. Okay, im Hochformat. Noch ein Sticker im Querformat, Doobie Wood. Sieht so aus wie so alte Werbung aus den USA. Ihr kennt das. Querformat. Und haben wir noch dieses Infokärtchen, Doobie Wood Spliff Holder, doobiewood.nl. Wie das Ganze zu verwenden ist. Also wir haben hier dieses Holzstück und hier diesen Filter. Der Filter wird natürlich an den Mund gesetzt und hier vorne könnt ihr euren Spliff, was auch immer ihr da konsumieren wollt, hineingeben. Was lesen wir hier? Pure Rice steht hier. Das dürfte die Marke sein, dieses Filters. So sieht er aus. Von diesem haben wir zwei Stück bekommen. Plus dieses Holzstück, auf diesem Holzstück seht, Plusmacher eingraviert, Doobie Wood. Und dann haben wir hier noch so ein rot-weißes Drahtstück, aber mit so rot-weißem Stoff, mit so Fransen. Das ist einfach zum Putzen. Also damit könnt ihr dann hier dieses Holzstück dann putzen. Ihr kennt meine Meinung dazu. Ich bin jetzt kein großer Fan davon. Ist natürlich jeder für sich selbst verantwortlich. Ich halte, um ehrlich zu sein, nichts davon. Und dann haben wir als letzten Bestandteil noch eine Geldbörse mit Plusmacher-Logo auf der Vorderseite, Rückseite blank schwarz. So sieht das Ganze aus. Hier auch nochmal Plusmacher gebrandet. Wir haben hier ein kleines Fach für die Münzen. Okay, will ich mal draus machen. Also ein kleines Fach für die Münzen. Und dann auf der linken Seite zwei Fächer für Karten, Kreditkarten, was auch immer. Zwei Fächer an der Zahl, das Ganze zum Aufklappen. Sprich, hier könnt ihr noch Ausweis oder so reinpacken. Und hier nochmals zwei. Also ihr habt 4, 5 Kartenplätze. Und ein halbiertes, also zwei normale Fächer für Geldscheine, Rechnungen etc. Ich muss ehrlich sagen, also die Geldbörse ist schon schön. Ich stehe auf klassisch schwarze Geldbörsen. Was mich ein bisschen stört, ist die Größe. Weil wenn ich jetzt meine Geldbörse hier zum Vergleich hernehme, ist die dann doch etwas klein geraten, gerade auch von der Höhe, also meine glatt schwarz, aber ich möchte es mal kurz ausprobieren, wenn ich zum Beispiel einen größeren Schein hernehme, also wenn wir zum Beispiel so einen 100er hernehmen, dann befürchte ich, ja, genau das. Und sowas, muss ich ehrlich sagen, geht in meinen Augen nicht, dass der 100er hier zu einem Drittel, zu einem Viertel hinausschaut, mag ich nicht. Das heißt, entweder man müsste den zusammenfalten oder anderweitig sich irgendwie überlegen. Na, also in meinen Augen, schönes Geldbörsel. Schöne Geldbörse kann man verwenden, aber gerade durch die Größe für mich persönlich ungeeignet, weil einfach ein 100er hier zum Beispiel nicht mehr reinpasst und ein 50er wird wahrscheinlich auch noch knapp drüber schauen. Ja, aber ansonsten ist die Börse in meinen Augen auf jeden Fall gut und schön. Bis auf die Größe habe ich daran nichts auszusetzen. Wir fassen noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Das eben gezeigte Portemonnaie, die Geldbörse. Dann dieses Doobie Wood Säckchen inklusive dem Inhalt, also dieser Putzstängel,
diese zwei Filter und das Holzmundstück. Das Poster inklusive Unterschrift, einseitig bedruckt, das gehört noch zu diesem Dobbywood-Infozettel. Dann haben wir Sticker, einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechs Sticker an der Zahl. Die Kush Hunter Vocals, die Kush Hunter Remix EP, die Kush Hunter Instrumentals und das Kush Hunter Album an sich. Das alles in dieser wunderbaren Box, Kush Hunter von Plusmacher. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es mir in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Plusmacher unterstützen möchtet, findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.